Held unserer Geschichte ist im Moment auf Klettertour. Er heißt Jan und ist 13 Jahre alt. Was ist das denn für eine coole Höhle? Ich wollte meiner Mutter noch etwas mitbringen. Ja, der Stein da, der ist perfekt. Er hat sogar die Lieblingsfarbe meiner Mutter, blau. Jan guckt nach draußen und sagt, es wird schon dunkel. Ich werde hier wohl übernachten müssen. Er macht ein Feuer und schläft ein. Am nächsten Morgen wacht Jan auf. Ach, hab ich gut geschlafen. Guten Morgen, ich bin die Putzfrau. Willst du der Buddel voll rum? Hä? Was ist denn mit meinem Stein passiert? Hä? Wer oder was bist du? Du siehst aus wie ein Drache. Wie soll ich dich nennen? Vielleicht Smaug? Nein, zu böse. Ich hab's! Dragopass! Aber ich muss jetzt nach Hause. Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen. Tschüss, Drago! Doch Drago bleibt nicht in der Höhle. Er folgt Jan den ganzen Weg bis zu seinem Haus. Oh nein, warum bist du mitgekommen? Ich kann dich doch nicht hier lassen. Komm, ich nehme dich erstmal mit in mein Zimmer. Auf einmal kommt Jans Mutter in sein Zimmer. Drago hängt direkt über ihr, auf einer Lampe, die droht herunterzufallen. Und? Wie war dein Wochenende? Geh nicht zu spät ins Bett. Morgen ist ja wieder Schule. Jans Mutter geht wieder aus seinem Zimmer, schließt die Tür und die Lampe mit Drago fällt auf den Boden. Im Zimmer nebenan hört Jans Schwester Sophie, wie etwas in Jans Zimmer runterfällt. Sie geht rüber und sieht Drago. Was ist das? Was soll dieses Tier hier? Jan erzählt Sophie, wie er Drago kennengelernt hat. Okay, ich helfe dir, Drago vor Mama zu verstecken. Du musst Drago Entzugstherapie machen. Das hat mir auch sehr geholfen. Nächsten Morgen muss Jan zur Schule. Tschüss, Mama. Tschüss, Jan. Viel Spaß in der Schule. Drago bleibt in Jans Zimmer und macht sehr viel Krach. Da kommt plötzlich die Wissenschaftlerin Frau Dr. Gunigunde vorbei und sieht Drago. Wow, da ist ja ein Drache. Den könnte ich echt gut für meine wissenschaftliche Karriere gebrauchen. Man kann man nicht mal einen rosa Schnaps trinken. Entschuldigen Sie, Sie haben einen Drachen. Könnte ich den vielleicht zurückhaben? Der ist nämlich aus meinem Labor ausgebrochen. Was für ein Drache? Ich schaue nach. Ich weiß nicht, wie der da reinkommt, aber den können Sie natürlich haben. Der ist doch gefährlich. Vielen Dank. Jan kommt von der Schule nach Hause. Hallo Mama. Hallo Jan, komm mal bitte kurz. Seine Mutter sitzt verängstigt in der Küche. Was ist denn? Vorhin kam eine Wissenschaftlerin, die ein schreckliches Wesen in seinem Zimmer gesehen hat. Sie hat gefragt, ob sie es mitnehmen darf, denn sie meinte, es sei aus ihrem Labor geflohen. Ich habe ihr erlaubt, das Wesen mitzunehmen. Bestimmt ist es durchs Fenster reingekommen. Sophie, Sophie! Ja, ja, ich weiß es schon. Wir müssen ihn befreien, indem wir ihn... Thank you.
Wir sind da. Irgendwo da drin muss Drago sein. Okay, aber wir müssen aufpassen. Bestimmt gibt es hier Wachen. Die beiden brechen ins Labor ein. Da, ich sehe ihn. Dort drüben, in dem Käfig. Na los, lass uns ihn befreien. Na los, Drago, nimm meine Hand. Wir helfen dir. Was war das? Egal, schnell weg hier. Jan und Sophie fliehen, doch sie haben nicht gemerkt, dass dort eine Wachfrau sitzt, welche eingeschlafen ist. Oh nein! Jan ist aus Versehen über die Beine der Wachfrau gestolpert. Die Wachfrau wacht auf. Jan und Sophie fliehen. Hey, ihr Schweine! Kommt zurück! Ich krieg euch! Bleibt stehen! Schnell komm, Sophie. Wir gehen in die Höhle. Jan und Sophie rennen zurück zur Höhle und verstecken Drago dort. Hier bist du sicher. Am besten wir lassen dich hier, Drago, aber wir kommen dich noch oft besuchen. Das ist eine gute Idee. Happy End. Thank you.